grüß euch. Ja, ich bin auf Haiti gestoßen. Ich habe irgendwie so ein bisschen rumrecherchiert und so weiter. Und wie YouTube das halt so macht, das bietet dir irgendwie was an. Man kommt von einem zum anderen. Und habe so ein bisschen rumgeklickt und fand das ganz interessant. Habe auch irgendwie so ein Interview von ihr mitgekriegt. Und ich fand es interessant, vor allem, wie sie so rangeht an die Sache irgendwie. Also ziemlich so einfach nicht so vollkommen durchgeplant oder so. Anscheinend, entweder sie tut so, ja. Eine Strategie dahinter oder sie ist wirklich einfach so verpeilt und macht das so irgendwie. Das finde ich für mich so interessant. Ja, das Licht da ausmachen. So. Dann, ja, starten wir mal, ne? Ah, Toolhouse heißt es. Que no gan fe mamá, que machen wie Pablo. Home de na wa, no, stapel das Gelato. Halte mein Wort, doch bleibe in meinem Jacko. Sag dem Garçon, hol mir den Murcielago. Hol mir den Murcielago. Ich guck mal, ob irgendwie so Text oder so am Start ist. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht, weil. Ja. Lyrics. 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 Boah. Alter. Also gut. Brauchen kein Dieselleben, stoßen, laufen auf EQTs, Déjà-vu von allem. Okay, also. Ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass sie das halt so auch so ein bisschen. Ja. Die Texte auch so jetzt nicht so wirklich durchsteilt, sondern einfach irgendwie so nimmt, wie es kommt. Oh Mann. Mache Stories von Toulouse, lauf auf EQTs, als wäre es ein Déjà-vu, noch ein Perroquet. Alles dreht sich wie im Loop, ole ole. Bad Vibes, auch mir geht's gut. Brauch kein Désolé. Mache Stories von Toulouse, lauf auf EQTs. Es ist nicht ein Model, der eine Typ da, jetzt gerade eben, kommt mir so bekannt vor. Als ja, so Mode, von Mode her, so Model irgendwie Als so. wäre es ein Déjà-vu, noch ein Perroquet. Alles dreht sich wie im Loop, ole ole. Ole, ole. Ja, gut. Bad Vibes, auch mir geht's gut. Brauch kein Désolé. Hab keine Zeit für die Goons. Schlechter Vibe, mir geht's gut. Trag ein Trikot von Tipico. Digga, ich hab keine Crew. Ich finde keinen von euch cool. Lieber bleib ich in Toulouse. Goldkette tragen, Geld, Drohne machen. Glaub mal, ich habe mehr Neider als du. Sag mir jetzt, was du siehst. Am Handgelenk ne Rarität. Sie scheint so hell, hell fest. Ich nehme, steh vom Ballett. Mache Stories von Toulouse. Ja, ich muss mal anhalten irgendwie. Ja, ist okay, gefällt mir ganz gut. Ich wusste jetzt auch nicht, welches ich nehme. Die ballert ziemlich viel raus, so irgendwie, ne? Und die Videos, ich habe ein paar Mal immer reingeklickt, so, die sind ganz interessant. Und so der Text, da kann ich mich jetzt nicht drauf anhängen, aufhängen, weil das verstehe ich echt nicht so irgendwie. Also, das versteht aber auch keiner. Auf EQTs, als wäre es ein Déjà-vu, noch ein Perroquet. Alles dreht sich wie im Loop, ole ole. Bad Vibes, auch mir geht's gut. Brauch kein Désolé. Mache Stories von Toulouse, lauf auf EQTs. Was ist das? Lauf auf Eco. EQTs. EQT und klein s. Lauf auf EQTs. Ah, die Schuhe vielleicht oder so. Oder irgendwelche Drogen. Keine Ahnung. Als wäre es ein Déjà-vu, noch ein Perroquet. Alles dreht sich wie im Loop. Ole, ole. Bad Vibes, auch mir geht's gut. Brauch kein Désolé. Toleka, na salima kamunako. Ezali problem nangate, ezaya yo. Sikoyo ninyango, zongi saliboso. Oso banga tro. Yakato bina bien, yakato bina bien. Yakato bina bien, on va garder les points. Ist jetzt Französisch gewesen, irgendwie? Va, bouge, let's go. Okay, nous sommes pas fatigués. So oui, don't play. On va,
langue, la langue, la yabisio, et talingate, la langue. Mache Stories von Toulouse, la. Ja, von ihm so, ja, okay, gut gerappt und so, und ja, ist nicht ganz jetzt so mein Geschmack irgendwie. Auf Ecotes, als wäre es ein Déjà-vu, noch ein Perroquet, alles dreht sich wie im Loop, ole ole. Bad Vibes, auch mir geht's gut, brauch kein Désolé. Mache Stories von Toulouse, lauf auf Ecotes, als wäre es ein Déjà-vu, noch ein Perroquet. Alles dreht sich wie im Loop, ole ole. Bad Vibes, auch mir geht's gut, brauch kein Désolé. Okay, wie fand ich's? Ja, ich habe vorher mal ein paar Mal so reingeklickt in so unterschiedliche Videos. Ich glaube, das war stärker oder da in dem Interview haben die so ein paar kleine Ausschnitte gezeigt. Das ist vielleicht jetzt nicht so ihr stärkstes Stück, finde ich. So, ne? Aber ich finde, wie gesagt, den Ansatz, wie sie so Musik macht, die hat es in diesem Interview beschrieben. Finde ich, mal gucken, ob ich das noch finde irgendwie. Wo ist das Interview? Ja. Ja, doch. Leute, Rap. Das ist es. Der Typ wird doch irgendwie. Puls, nochmal was. Lieb. Ah, echt. Hier. Puls. Pulsmusik. Ja. Hi. Haiti. So verbindet sich Straßenrap und Kunst. Pulsmusik, Analyse. So irgendwie. Also fand ich sehr, sehr interessant irgendwie. Vor allem wie die. Ja, die Herangehensweise. Okay. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.